Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video. Fortnite verschenkt derzeit so viele Skins wie noch nie zuvor. Und zwar werde ich euch im heutigen Video zeigen, wie ihr an 7 verschiedene Skins rankommen könnt. Dazu noch Emote, Gleiter, Spitzhacken und noch vieles, vieles mehr. Also wer nach dem Video auf die Idee kommt, mir immer noch zu sagen, dass er keinen Skin hat, dem kann ich auch nicht mehr helfen. Oder wie siehst du das ganze Mini-Mini-Wannabe? Ich glaube, er sieht's auch so. Okay, Leute, wie immer, wenn ihr mich kostenlos supporten wollt, tragt auf korrekt meinen Creator-Code WANNABE im Itemshop ein. Danke auf jeden Fall an jeden, der es macht. Und ich würde sagen, wir gucken uns das Ganze jetzt direkt an. Übrigens, falls ihr euch in Fortnite längere Zeit nicht angemeldet habt, dann werdet ihr wahrscheinlich den Screen wie ich hier haben. Und zwar bekommt man einfach teilweise V-Bucks geschenkt, Backblinks, Musikpacks, Sprays und noch vieles, vieles mehr. Fortnite ist gerade so spendabel wie noch nie zuvor. Es gibt irgendwie auch Rückerstattung von V-Bucks und sowas alles. Falls man beim Battle Pass am Anfang der Season zu viel bezahlt hat, solltet ihr auf jeden Fall mal abchecken. Dann habt ihr sicherlich mitbekommen, dass Fortnite X Lego gestartet ist. Ich muss sagen, dieser ganze Modus ist einfach nur mega geil. Macht auch unnormal Spaß, gerade mit Freunden und so zu spielen. Einfach eine Welt aufzubauen oder das Spiel Hardcore durchzuspielen. Und Lego gibt uns hier die Chance, wenn wir auf die Lego Insiders Seite gehen und uns einen Lego-Account erstellen, dass wir einen Gratis-Skin für den Lego-Modus und den Fortnite Battle Royale-Modus bekommen. Ihr müsst also wie gesagt nur auf die Seite hier drauf gehen, euch einen Account erstellen. Das Ganze werde ich jetzt hier auch mal kurz machen. Dann geht ihr einfach auf euren Fortnite-Account, verknüpft das Ganze hier unten. Ich habe das Ganze dann hier auch gemacht und ich habe so einen autogenerierten Namen bekommen. Ich muss euch das mal zeigen, und zwar heiße ich Gräfin Kitzelige Erdnuss 001. Was ist das für ein Name bitte? Wenn das Ganze geklappt hat, geht einfach in-game rein und ihr seht schon, wir kriegen unseren ersten Skin gratis. Es ist die Entdeckerin Emily und ich muss sagen, die sieht sehr, sehr cool aus, gerade im Lego-Modus. Aber ihr könnt sie auch im Battle Royale spielen. Und on top obendrauf, Leute, neben dem Backbling, den man bekommt, habt ihr noch verschiedene Styles. Und die werde ich euch auch mal kurz zeigen. Und zwar hat dieser Skin noch einen zweiten Style. Sieht ein bisschen aus wie so ein No-Skin, finde ich. Wobei, sie macht schon ziemlich viel her. Rote Haare, blaue Augen, sieht sehr krass aus. Muss aber sagen, diese blau-gelbe Variante gefällt mir am allerbesten. Je auffälliger, Leute, desto besser, muss ich sagen. Sneakt ihn euch, bevor es vorbei ist. Ich weiß, da draußen gibt es einige Leute, die den Itemshop regelmäßig abchecken. Das solltet ihr auf jeden Fall auch machen. Nicht zuletzt, um meinen Creator-Code einzugeben. Sondern ihr habt auch derzeit die Möglichkeit, einen Gratis-Skin zu bekommen. Und zwar ist das Ganze auch wegen Lego. Hier steht schon, wahres Entdecker-Auftragspaket könnt ihr freischalten. Auch da bekommt ihr wieder einen Skin und einen Backbling. Könnt ihr hier für 0 Euro eintauschen. Alles, was ihr dafür machen müsst, ist Aufträge machen. Wir lösen das mal kurz ein hier. Die Aufträge im Lego-Modus sind aber ziemlich einfach zu machen. Ich zeige euch auch mal kurz, wo ihr das Ganze machen könnt. Und zwar ist es genau hier. Es ist das Wegbereiter-Tai-Bonus-Ziel. Und zwar, um diesen Skin zu bekommen, müsst ihr einfach nur 4 Aufgaben absolvieren. In Phase 1 von 4 beispielsweise müsst ihr einfach nur einen NPC dazu einladen, dass er eurem Dorf beitritt. Sollte schon ziemlich schnell am Anfang funktionieren. Ich denke, insgesamt diese Aufgaben sollte man innerhalb von 30 Minuten auf jeden Fall schaffen. In Phase 2 von 4 müsst ihr dann einfach nur ein Kurzschwert herstellen. Auch das braucht ihr direkt am Anfang, weil sonst könnt ihr die Gegner gar nicht fertig machen. In Phase 3 von 4 müsst ihr dann einfach nur ein Spinnrad bauen in eurer Überlebenswelt. Und in Phase 4 von 4 müsst ihr einfach nur gewissen Schaden mit der Armbrust verursachen. Habt ihr das Ganze geschafft, bekommt ihr den Skin freigeschaltet. Und ich werde euch den jetzt auch mal kurz einblenden. Denn auch dieser Skin hat verschiedene Styles. So sieht der erstmal aus. Ich muss auch sagen, der ist ziemlich cool, weil da hinten diese Karte einfach drauf hat. Das hatte dieser weibliche Skin ja auch schon. Das ist der zweite Stil von ihm. Ich finde, den kann man auf jeden Fall auch mitnehmen. Gerade weil er gratis ist. Hallo, was ist los mit euch? Gratis Sachen lohnen immer. Bereits in der OG Fortnite Season haben wir übrigens die Chance bekommen, dass wir auch hier wieder ein Gratis-Skin mit Backbling und Spitzhacke bekommen können. Alles, was wir dafür machen müssen, ist 50 Level im Battle Pass zu schaffen. Wie gesagt, das ist in der letzten Season schon gestartet. Das heißt, ihr konntet da schon anfangen. Und jetzt einfach im aktuellen Battle Pass auch noch übernehmen. Ich denke mal, 50 Level sollte jeder hinbekommen. Ihr habt ja auf jeden Fall noch richtig viel Zeit dafür. Ich zeige euch mal kurz die verschiedenen Gegenstände. Ihr habt ja schon gesehen, das eine ist die Spitzhacke. Dann bekommen wir noch eine Lackierung, einen Backbling obendrauf. Und dann diesen geilen Skin. Und der gefällt mir richtig gut, weil er hat sehr viele verschiedene Versionen. Wir können einmal mit Cappy spielen, mit dieser Skimaske drauf. Wir können ohne arbeiten. Die eine Version sieht auch ein bisschen aus wie so ein weiblicher Iconic-Skin. Oder wir spielen sie halt ganz normal hier. Das heißt, ihr habt viele verschiedene Kombinationen. Und das Geile ist, ihr könnt das Ganze halt wirklich nebenbei mitnehmen. Das heißt, wenn ihr ganz normal Fortnite spielt und levelt, dann könnt ihr irgendwann diesen Skin gratis bekommen. Wobei ich gerade sehe, ihr habt nur noch 2 Wochen und 3 Tage dafür. Das heißt, über Weihnachten doch ein bisschen grinden für den ein oder anderen Hasen hier, glaube ich.
Dann könnt ihr euch auf jeden Fall noch ein richtig geiles Emote freischalten. Und zwar müsst ihr dazu nur auf die Fortnite.redeem-Seite gehen. Ihr habt ja wahrscheinlich mitbekommen, dass Peely, also Charlie, aktuell verschwunden ist. Der ist von irgendjemandem entführt worden. Und hier gibt es so ein Poster und da steht ein Code drauf. Und wenn ihr dann auf die Fortnite.redeem-Seite geht und diesen Code eingebt, dann bekommt ihr ein Lego-Gratis-Emote. Und ich muss sagen, das sieht unnormal geil aus. Und zwar ist das dieses Bananentelefon hier. Ihr seht ja schon im Hintergrund, wie das Ganze aussieht. Also lohnt sich auf jeden Fall. Ihr müsst nur aufpassen. Das Ganze ist auf 25 Millionen limitiert. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das schon weg ist, oder? Oder gibt es Leute da draußen, die das Ganze 4, 5 oder sogar 10 Mal eingeben? Letzte Woche Samstag ist ein neuer Modus ins Spiel reingekommen. Und zwar der Fortnite Festival Modus. Und damit auch ein Mini Battle Pass. Habt ihr wahrscheinlich alle schon mal kurz abgecheckt. Und zwar habt ihr die Möglichkeit, die obere Reihe ganz easy fertig zu machen, ohne dass ihr Sachen ausgeben müsst. Im Hintergrund werde ich mal kurz die Sachen einblenden, die ihr da bekommen könnt. Das heißt, ihr müsst jetzt nicht diese 1800 V-Bucks bezahlen, was ich natürlich wieder gemacht habe, um die unteren Sachen zu bekommen. Sondern ihr könnt easy peasy, wenn ihr diesen Modus spielt, einfach die Sachen im Hintergrund jetzt hier freischalten. Seht jetzt nicht die übelst heftigsten Sachen, sehe ich selber auch ein. Aber ich muss sagen, diese Gitarre hier, diese Bananen-Jam-Gitarre, die gefällt mir richtig gut. Weil das Krasse ist, dieses Jammen könnt ihr ja auch im Battle-Royale-Modus einsetzen. Sollte man sich auf jeden Fall mal abchecken. Und wenn ihr dann die 1800 V-Bucks bezahlen solltet, wie gesagt, ist nicht mehr gratis, dann bekommt ihr halt diese ganzen Styles hier. Muss aber auch da sagen, am besten gefällt mir natürlich der zweite Style von The Weeknd hier. Für die Leute, die diesen Modus auf jeden Fall feiern, kann ich euch nur empfehlen, macht auch die verschiedenen Aufgaben hier. Weil umso schneller kommt ihr an die Gratis-Sachen ran. Also ihr könnt hier irgendwie Hauptbühne, tägliche Aufgaben machen, wöchentliche Aufgaben, Meilensteine und noch vieles mehr. Checkt das gerne auf jeden Fall mal ab und schaltet euch die Sachen aus dem Mini-Battle Pass frei. Dann startet wahrscheinlicherweise am 14.12., also ich denke mal, wenn das Video draußen ist, ist das Ganze schon gestartet, einfach das Winterfest 2023 und auch da bekommt ihr wieder richtig krasse Sachen, unter anderem 2 Skins gratis. Das sind jetzt nicht die geilsten Skins, also zumindest im Battle Royale-Modus, finde ich. Als Lego-Variation sehen die schon ziemlich geil aus. Das eine ist dieser Karton-Skin, jetzt mittlerweile in weiblich, und dann bekommt ihr noch den Winterfest-Ranger. Der sieht ein bisschen aus wie so ein Tannenbaum, muss ich sagen. Dazu gibt es halt noch Backblings, 2 Gleiter. Ich glaube, das eine ist ein Contrail. Eine richtig geile Spitzhacke auf jeden Fall. Die muss ich mir auf jeden Fall sneaken. Hoffentlich kriege ich die relativ schnell freigeschaltet. Dazu gibt es noch Lobbymusik, Lackierung, irgendwelche Emoticon-Sprays und so weiter und so fort. Checkt das auf jeden Fall mal ab. Und wenn ihr schon dabei seid, dann ratet auf jeden Fall gerne mal die aktuellen Winterfest-Sachen. Also schreibt in die Kommentare rein, wie ihr das Ganze findet. War das letztes Jahr besser, davor das Jahr? Oder sind das vielleicht sogar die besten Sachen? Ich bin sehr gespannt drauf. Bereits in der letzten Woche ist ja auch schon der Rocket Racing-Modus rausgekommen. Und auch da habt ihr wieder die Möglichkeit, einen Gratis-Skin zu bekommen und sogar noch viel, viel mehr. Und zwar gibt es insgesamt 3 verschiedene Aufgaben, die man da machen muss. Und ich glaube, das versteht sich von selber. Der Modus macht unnormal Laune. Checkt es auf jeden Fall mal ab. Und ich glaube, das könnte richtig spaßig werden, diese Aufgaben zu machen. Weil dieser Modus macht einfach unnormal Laune. Ich habe das ja schon selber getestet, das Tutorial gemacht, ein paar Rennen gefahren. Ich war auch ziemlich gut, muss ich sagen. Und zwar bekommt ihr, ich glaube, wenn ihr das Tutorial macht oder die erste Runde spielt, einfach dieses Rocket League Auto geschenkt. Deswegen lohnt das auf jeden Fall schon mal. Aber solltet ihr auf die Idee kommen, so richtig rein zu grinden, dann kriegt ihr natürlich umso geilere Sachen. Und zwar, wenn ihr 10 verschiedene Rennen fahrt, dann bekommt ihr ein Backbling geschenkt. Und solltet ihr es in Ranked schaffen, den Goldstatus zu erreichen, dann bekommt ihr den neuen Main Character aus diesem Rocket Racing. Der war ja auch im Trailer zu sehen. Sieht auch sehr, sehr fresh aus, muss ich sagen. Bin da auch schon auf jeden Fall die ersten Rennen gefahren. Aber ich muss sagen, ab Silber 2 sind da echt heftige Leute unterwegs. Das heißt, es könnte schon ein klein bisschen dauern, bis ihr den Goldstatus erreicht. Aber wie gesagt, ihr bekommt den nächsten Gratis-Skin dafür. Sollte sich auf jeden Fall lohnen, das einmal zu machen. Und es macht ja auch Spaß ohne Ende. Dann, wie in jeder Season, Freunde, habt ihr die Möglichkeit, das Reaktivierungsprogramm zu benutzen. Ihr seht im Hintergrund auch schon, welche Sachen ihr da bekommen könnt. Alle Leute sind berechtigt, die in den letzten 30 Tagen weniger als 2 Stunden Fortnite gespielt haben. Falls ihr da irgendeinen Freund oder so kennt, dann benutzt das Ganze. Ihr müsst irgendwie den QR-Code eingeben, noch ein paar andere Schritte. Ich muss sagen, ich habe das noch nie genutzt. Ihr könnt auf jeden Fall dann diese Aufgaben hier absolvieren. Ihr müsst irgendwie 200 Punkte verdienen, dann bekommt ihr alle Sachen freigeschaltet. Es gibt hier auch irgendwie tägliche Aufträge für das Ganze. Ihr bekommt unter anderem eine Lackierung, einen Backbling und eine Spitzhacke geschenkt. Und ich muss sagen, die sehen diesmal gar nicht so geil aus. Also wir hatten definitiv schon bessere Sachen dafür. Aber ich meine, das muss ja nicht mir gefallen, das muss dir da draußen gefallen. Das heißt, wenn du da Bock drauf hast, dann reaktivier deinen Freund einfach und grind so richtig rein.
Dann habe ich in den letzten Tagen das erste Mal Fortnite Ranked Bauen wieder gespielt und ich konnte es nicht glauben, auch hier bekommt ihr wieder gratis Sachen geschenkt. Und das Coole ist, ihr müsst einfach so gut wie gar nichts dafür machen. Falls ihr Ranked gerne spielt, dann braucht ihr euch die Sachen hier sowieso nicht angucken, weil die schaltet ihr automatisch irgendwann frei. Ihr müsst nämlich nur Sturmphasen überleben. Was ist das denn hier? Wie funktioniert der Backbling hier gerade gar nicht? Das ist unsichtbar. Der lohnt natürlich am allermeisten. Ich würde sagen, der und die Spitzhacke auf jeden Fall. Ansonsten bekommt ihr hier ganz viele Emoticons und Sprays freigeschaltet. Die sind natürlich exklusiv für die Leute, die hier Ranked spielen. Das heißt, ihr könnt in irgendwelchen Skin-Contests auf jeden Fall rumflexen. Die Spitzhacke gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und ich werde in dieser Season, denke ich mal, mehr Fortnite Ranked spielen. Wenn du mich da irgendwie unterstützen willst, dann schreib gerne mal deinen Epic Games-Namen in die Kommentare rein und deinen aktuellen Rang. Und dann können wir da mal reingrinden. Aber wichtig, sei kein Noobie, weil ich bin ja schon der Noobie, weißt du? Und falls du aufmerksam bis hier hingeschaut hast, dann wirst du festgestellt haben, dass ich aktuell 6 von 7 Gratis-Skins schon gezeigt habe. Den letzten Skin bekommst du, wenn du PlayStation Plus als Abonnement hast. Okay, das ist jetzt nicht gratis, aber das, was du freischalten kannst, ist auf jeden Fall gratis. Das heißt, wenn du das auf jeden Fall benutzt, geh mal in den Shop rein, denn dann kannst du das Fortnite Chilling Mystery Pack freischalten. Und ich muss sagen, der gehört auf jeden Fall auch zu den besseren PlayStation Plus Skins. Ich mag das ja, wenn so Skins auf jeden Fall sehr, sehr auffällig sind. Ich zeige euch auch mal kurz, wie das ganze Ingame dann aussieht. Ihr bekommt einmal die ganz normale Version wieder, dann die Lego-Variante natürlich, im Backbling und einen Gleiter. Solltet ihr auf jeden Fall mal abchecken, wenn ihr PlayStation Plus als Abonnement habt. Das soll es auf jeden Fall von diesem Video gewesen sein. Schreibt gerne in die Kommentare rein, welcher dieser Skins gefällt euch am allerbesten. Nehmt das Ganze mit, bevor es vorbei ist. Einige Sachen gehen halt irgendwie nur noch 2-3 Wochen. Ich will demnächst keinen mehr sehen, der als Low-Skin rumläuft. Außer ihr wollt das Ganze.